Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Europa-Premiere von The Fall Guy. Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen hier auf dem Uberplatz in Berlin zusammengekommen sind. Wenn man sich das mal anguckt, ist wirklich spektakulär. Guck mal, wie viele Fans hier sind. Das ist die bezaubernde, großartige Vivi Gebhardt. Mit ihr durfte ich schon ganz viele tolle Sendungen moderieren. Und ich freue mich sehr, dass wir hier in der Kälte und vor allen Dingen du ein bisschen Sonne mitgebracht hast. Ja, ich habe versucht, ein bisschen Sonnenschein mitzubringen. Erstmal ist das der bezaubernde, gut aussehende, tolle Steven Gätchen. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass wir heute hier mal wieder in Berlin, nicht in L.A., zusammenstehen dürfen. Und zwar für The Fall Guy. Und hier geht's richtig ab, kann man sagen, oder? Ja, aber auch zu Recht. Also es ist eine Liebeserklärung, nicht nur an den Film, sondern vor allen Dingen auch an die Arbeit von allen Stuntwomen und Men around the world. Und wir haben richtig was in petto, was heute hier passiert. Ja. Also nicht nur, dass wir Fans hier haben, dass wir Fans gleich im Saal haben, sondern wir haben natürlich auch Fans, die jetzt gerade diesen Livestream verfolgen, und zwar auf dem Universal YouTube-Kanal. Liebe Grüße, ich hoffe, ihr habt es wärmer, ich hoffe, ihr habt schon Popcorn bereitgestellt und Salamibrot geschmiert. Ja, das hoffe ich auch. Wir können auch sagen, dass hier die Säle, die Kinosäle voll sind. 14 an der Zahl, ich glaube 1600 Leute gucken sich hier nachher den Film an, dürfen den Film schon mal anschauen, weil Kinostart ist ja erst der 30. April. Diesmal ein Dienstag, mal ganz ungewöhnlich. Crazy. Mhm. Also großes Risiko, aber völlig verständlich, weil dieser Film hat alles, was man braucht. Er ist extrem positiv, er ist extrem lustig, er ist extrem romantisch, es gibt ganz viel Action und vor allen Dingen basiert der auf einer Serie, die ich, Vivi, ich sogar im Fernsehen gesehen habe. Und zwar war das Colt Sivers. Colt Sivers, ein großartiger Typ damals dargestellt von Lee Majors Anfang der 80er Jahre. Da warst du noch nicht mal ein Funkeln im Auge deiner Eltern. Da war ich schon, hast du da recht, ja, fast volljährig. Nein, das war ich nicht. Aber eine ganz tolle Serie. Und zwar geht es in dieser Serie, Vivi, ich hole dich da mal ganz kurz ab, um einen Stuntman, der nicht nur Stunts macht in Film und Serie, sondern vor allen Dingen als Kopfgeldjäger Jagd auf Verbrecher und Verbrecherinnen macht. Und das war spektakulär und wirklich sehr, sehr komisch. Und darauf basiert dieser Film The Fall Guy. Was man ja sagen muss, ist, dass die Musikauswahl in dem Film, ist ja genau dein Ding. Ich weiß, du stehst total auf 80s-Musik. Ich liebe auch 80s-Musik, obwohl ich nicht in den 80ern geboren bin, kann man dazu sagen. Und das war nicht nur bei Ein Colt für alle Fälle. Ja, aber das zeigt ja, dass ich guten Geschmack habe und du auch. Ja, genau. Das zeigt, dass meine Eltern wahrscheinlich viel 80s-Musik gehört haben in der Zeit. Aber das, finde ich, holt einen im Film auch sowas von ab. Man sitzt eigentlich im Kino und denkt sich die ganze Zeit so, ja, yeah, noch ein guter Song. So, und ich glaube, jetzt können uns auch alle Fans, die hören, am roten Teppich gibt es ja nur ein kleines Stück. Der Rest ist Asphalt, aber das passt ja hier am Uberplatz. Seid ihr denn alle da? Lasst doch mal ganz kurz was von euch hören. Gut, ich kann das verstehen, wenn man seit 6 Stunden im Regen steht, sind die Gliedmaßen eingefroren. Aber ihr müsst gleich nochmal richtig Stimmung machen, wenn die Stars hier über den Platz laufen. Und vor allen Dingen können wir jetzt schon mal sagen, es sind nicht nur die Stars, auf die ihr achten solltet, sondern ein solcher Film braucht natürlich auch etwas Spektakuläres. Und wir können euch jetzt schon mal versprechen, es wird etwas wirklich noch nie dagewesen ist bei einer Premiere dieser Art geben. Wer kommt denn, Vivi? Natürlich kommt Ryan Gosling. Ich glaube, hier werden, wir hören es schon, die Herzen vieler Frauen schmelzen. Und ich kann nur sagen, der echte Ryan Gosling, der echte, ist das? Der echte ist heute hier tatsächlich. Dann natürlich sieht man das auf dem Plakat, Emily Blunt. Wer ist Emily Blunt-Fan? Also noch klingt das ehrlich gesagt wie eingeschlafene Füße. Wer ist Emily Blunt-Fan? Zwei Leute, Da geht doch mehr, oder? Ja, da geht da noch ein mehr. Bisschen mehr? Emily Blunt? Ja, sehr gut. Oh, guck mal, das sind vor allen Dingen die 3 Leute hinter uns. Das freut uns. Emily Blunt ist auf jeden Fall auch dabei. David Leitch, der Regisseur und Produzent. David Leitch ja selber ein ehemaliger Stuntman. Und seine Frau Kelly McCormick. Und das Großartige ist, nicht nur die Menschen vor der Kamera sind heute zu Gast, sondern auch diejenigen, die durch diesen Film gefeiert werden. Ja, und das ist ja das wirklich, das muss man sagen, das Besondere an dem Film, dass endlich mal die Stuntmänner und Stuntfrauen die Bühne bekommen, das Highlight, den Fokus bekommen, weil die ja oft im Hintergrund, muss man ja sagen, immer so ein bisschen untergehen. Ne? Die kommen ans Set, die gehen wieder und die Stars werden gefeiert. Aber hier ist das mal wirklich eine Hommage an die Stunt-Crew. Und die werden richtig gefeiert. Wir kommen da gleich nochmal im Detail zu. Vielleicht an alle Menschen, die um uns rumstehen. Ich weiß, oder wir wissen, ihr wartet auf die Stars, aber
Im Kino ist es warm und trocken. Da könnt ihr alles bestens mitverfolgen. Und dann seid ihr auch so ein bisschen aus der in Anführungszeichen Gefahrenzone, die wir hier vorne natürlich bestmöglich präpariert haben. Das gab es tatsächlich noch nie. Ich war noch nie auf einer Premiere, wo das, was heute hier passiert, passieren wird. Und es wird richtig cool. Ich freue mich. Und ich hoffe, einfach, ich habe das Gefühl, es regnet gerade, gleich schwimmen meine Haare weg. Und ich bin natürlich genauso wie du bestens vorbereitet für Aprilwetter. Ja. Wir haben einen Schirm, Julien hält einen in der Hand. Da ist noch ein zweiter von Andi. Also wir sind passiert. Vielen lieben Dank. So, ich halte ihn mal fest für den Fall, dass es gleich losgeht. Wir wissen ja immer nicht, was passiert. Wir kommen vielleicht noch einmal ganz kurz zu diesem Film The Fall Guy und vor allen Dingen zu den Menschen, die den sozusagen zum Leben erweckt haben. Wir sehen es auch auf den Plakaten, da steht vom Regisseur von Bullet Train. Bullet Train, ein riesengroßer Erfolg mit Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson. Und das war ein wirklicher Erfolg auch für David Leitch, der ja in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Filme dieser Art rausgebracht hat. Unter anderem ja auch Hobbs and Shaw. Und der hat ein Talent für spannende Geschichten und vor allen Dingen für noch spektakulärere Stunts. Und er ist seit gestern, glaube ich, mit dem Rest des Castes in Berlin. Und ich durfte heute Morgen schon ein Interview mit ihm führen. Und das Tolle ist, Vivi, der hat eine solche Freude an diesem Job. Und vor allen Dingen eine solche Freude daran, die Menschen zu feiern, über die wir eben gerade gesprochen haben, die ja meistens so ein bisschen untergehen. Du hast den Film ja genauso wie ich schon gesehen in Vorbereitung auf die Premiere heute. Was hat dir denn ganz besonders gut gefallen? Ich mochte diese Kombi aus Action-Movie, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen Romance. Ich finde, die Szenen zwischen Emily und Ryan sind schon irgendwie cool und tough. Ich finde, sie spielt eine wahnsinnig toughe Frau, was ich mag. Und ja, irgendwie diese Kombi aus Action und Romance. Ich habe super viel gelacht und das muss man dazu sagen, bei diesen Screenings für Journalisten sitzen ja immer so 3-4 Journalisten in einem riesigen Kino. Und das ist so witzig. Morgens irgendwie um 11 Uhr hast du deinen Popcorn da vor dir stehen und guckst den Film, darfst den Film schauen. Und ich habe so viel gelacht und habe es wirklich gefeiert. Also es hat mich total abgeholt. Das ist schön, weil das Tolle an diesem Film ist auch die Entstehungsgeschichte, weil der schwirrt schon seit ungefähr einer Dekade rum in Hollywood. Und ursprünglich war die Ausrichtung des Films sehr viel ernster. Also sollte eher ein Drama werden, als dass es eine Romantic Comedy werden sollte. Und irgendwann hat dann Ryan Gosling auch gesagt, ich will nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern ich will das Ganze auch produzieren. Emily Blunt ist dazu gekommen. Und die Art und Weise der Entwicklung der Figuren, die die beiden spielen und vor allen Dingen auch des Inhalts, und du hast es eben gerade angesprochen, diese Chemie zwischen den beiden ist wirklich absolut beeindruckend. Die sind unfassbar lustig und ich habe ganz häufig im Film das Gefühl gehabt, das stand so gar nicht im Drehbuch. Ja, das haben die improvisiert. Alles Freestyle gewirkt. Genau. Ja, total. Ich gebe den Schirm nochmal zurück. Ich bin optimistisch, dass es nicht anfängt zu regnen. Wir kommen vielleicht auch nochmal zu einigen anderen Ecken. Der Film ist 136 Minuten lang und vor allen Dingen gibt es einen Stunt in diesem Film, und das hat David Leitch auch in unterschiedlichen Interviews gesagt, es ging da gar nicht unbedingt darum, noch spektakulärer zu werden, sondern auch so eine Art Tribut oder eine Hommage an die Stunts allgemein zu feiern und zu zeigen. Deswegen sind es ganz viele Stunts, die lange Zeit in der Stuntgeschichte eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben. Zum Beispiel, ja, und das ist, glaube ich, ganz interessant, relativ am Anfang des Films können wir auch sagen, dieses Descending, der Descending Fall. Vielleicht erklärst du kurz, was da passiert. Also es passiert, dass Ryan Gosling, wie hoch ist das Ganze? Weißt du da, achso, ich weiß es gerade ganz nicht genau. Auf jeden Fall, der Descending Fall ganz am Anfang, wo Ryan Gosling im Prinzip... Ich habe mich nur gefragt, wie hoch das Ganze war, wie weit er wirklich runterfällt. Soweit ich weiß, 45 Meter. Okay, er fällt 45 Meter quasi im Freefall, festgemacht. Genau. 45 Meter Freefall nach unten. Und das... alle Menschen gucken zu, alle stehen drumherum, es ist verrückt. Also man hat, finde ich, schon einen Adrenalinschauer, der einem durch den Körper zischt, wenn man da nur zuschaut. Und wie das Ganze ausgeht, ist, ja, weiß man nicht. Dürfen, das schon? Nee, dürfen wir nicht sagen, nicht. Das ist ja ganz wichtig. Nee, genau. Nee, aber das Spannende an diesem Stunt ist ja auch, dass Ryan Gosling in unterschiedlichen amerikanischen Talkshows ja gesagt hat, er hat Höhenangst. Ja, ich kann es so nachvollziehen, ich habe auch Höhenangst. Deswegen, das aber wie viel Meter denn? Ich könnte schon nicht mal da oben stehen. Da zittern mir schon die Knie. Also Joko Winterscheid kann doch nicht mal auf einer 50 cm hohen Leiter stehen. So schlimm ist die Höhenangst. Also 45 Meter ist da schon unerträglich. Und ein zweiter Stunt, auf den wir auch noch hinweisen. Lass uns doch vielleicht so ein bisschen mehr in Richtung Dach gehen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Das macht doch Sinn. Wir stehen die ganze Zeit draußen, aber wir können hier auch... Oh, guck mal. Hallo.
Hello. Und es gibt noch einen zweiten Stunt. Oh. Hier quietscht es. Hier quietscht es. Das ist doch vielleicht keine gute Idee. Wir gehen mal wieder raus an die frische Luft. Gut, das klappt technisch sensationell. Aber dafür kommen noch ganz viele tolle Sachen. Nein, aber es gibt einen zweiten Stunt und der hat es sogar in die, ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Ja. Und das ist ein, das, was du immer machst, wenn du abends Parkplatzsuche bist in München. Mach ich einen Cannonball, Cannonroll. Genau, eine Cannonroll. Eine Cannonroll bedeutet im Prinzip, dass das Auto durch eine mechanische Vorrichtung, die unten im Boden angebracht ist, sozusagen hochkatapultiert wird und sich dann seitlich rollt. Ja. Und das ist echt geil. Und das ist jetzt im Guinness-Buch der Rekorde und zwar 8,5 Mal. Genau. 8,5 Mal hat sich dieses Auto gerollt. Das muss man sich mal vorstellen, was da mit einem Stuntman passiert, der da drinnen sitzt und einfach nur angeschnallt ist, vielleicht einen Helm hat, hoffentlich. Das ist Wahnsinn. Ja, und vor allen Dingen, der alte Stunt stammt noch aus einem James-Bond-Film mit Daniel Craig. Ihr kennt ihn noch sicherlich auf der nassen Straße in der Dunkelheit, wo er mit seinem Aston Martin runterballert und dann reißt er doch schnell noch am Lenkrad und überschlägt sich nur 7 Mal. Das heißt, das hier ist eigentlich der coolere Film. Ja, deswegen sollten alle diesen Film auch unbedingt schauen. Aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich den Film gesehen habe, dachte ich so, Mensch, ich hätte auch, Stuntman ist eigentlich so ein cooler und ich darf zum Glück mit einigen ganz tollen Stuntmännern und Stuntfrauen zusammenarbeiten bei den Shows, die ich moderieren darf. Und das sind alles durch die Bank weg geile Leute. Ich grüße jetzt mal direkt Tom, der sitzt vielleicht schon im Saal oder steht hier irgendwo auf dem roten Teppich. Das sind geile Typen. Und vor allen Dingen, was die machen, ne? Ja. Also ich glaube, dass man vielleicht nochmal sagen muss, es geht gar nicht immer darum, spektakulär zu machen, sondern vor allen Dingen sind sie auch dafür da, abzusichern. Ne? Also, dass niemandem etwas passiert. Und das haben Ryan Gosling und Emily Blunt auch erzählt. Die lassen uns gut aussehen, ne? Lassen sich, wie du gerade gesagt hast, 8,5 Mal durchschütteln und dann kommen sie nur raus, strecken den Kopf und machen den Daumen hoch und das war's im Prinzip. Ja, und dann gehen sie quasi vom Set und den, ja, alles andere passiert rund um die Schauspieler und deswegen ist es so toll, dass jetzt mal dieser Beruf des Stuntman oder diese ganze Stuntman-Community ein Augenmerk bekommt und man einfach mal darüber spricht. Also ich finde das echt, und ich habe mir auch im Film gedacht, habe ich mir gedacht, oh, ihr seid alle so cool. Also das ist so, wie der da läuft in Slow-Mo und das, man hat einfach das Gefühl, ich wäre auch gern Stuntwoman. Das war schon, ja, irgendwie, also ich hätte total Schiss, aber ich find's irgendwie geil. Ich hätte auch total Bock drauf. Ich glaube nicht, dass mein Körper das noch durchhält, aber auf der anderen Seite, ich glaube, es sieht wirklich nur einmal cool aussehen, das reicht ja im Prinzip. Was ich auch spannend finde, ist, dass das ja eine ganz kleine Community ist. Habe ich gelesen, dass diese Stuntman-Community, vor allem auch in den USA, sich alle kennen untereinander und sich irgendwie zu supporten, von Set zu Set wandern und die ganzen großen Actionfilme eigentlich oft von denselben Leuten gemacht werden. Genau, und das ist auch spannend. David Leitch gehörte nämlich einer Combo an Stuntmännern an, die nannten sich die Original Six. Das ist ein Vierteljahrhundert her mittlerweile. Da haben sie alle zusammen an Sets gearbeitet. Wir können jetzt wieder runter. Es gibt angeblich keine Rückkopplung mehr. Wir finden das jetzt gleich heraus. Nein! Hört sich gut an. Das hört sich gut an und es ist trocken. Genau, und die haben einer Combo an Stuntmännern und Stuntfrauen angehört. Die nannte sich die Original Six. Die haben sich untereinander unterstützt. David Leitch war dabei, Chad Stahelski, auch ein mittlerweile arbeitender Filmregisseur. Und für die war das toll, dass sie sich alle jetzt sozusagen auch wieder treffen konnten und auch mal aktiv an einem Film so arbeiten konnten, dass sie nicht dafür bezahlt wurden, sozusagen alles zu verstecken, sondern dass sie es alles präsentieren sollten. Deswegen gibt es jetzt ja auch den neuen Credit in den Rolling Titles am Ende, ganz neu jetzt frisch auf dem Markt. Und der nennt sich ja Stunt Designer. Das ist richtig cool. Also ja, genau. Lange... Überfällig. Ja genau, es gab ja auch mal, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch mal mitgekriegt habt, es gab ja sogar mal die World Stunt Awards, erinnerst du es noch? Ja. Wurden gesponsert von einem Energy Drink, den ich jetzt nicht nenne, aber da waren so Leute wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, die sozusagen Hommage auch an die Stunt-Leute gezahlt haben. Und jetzt ist es im Prinzip ja auch so, dass der erste Schritt getan ist und wir beide wissen das von den Oscars. Jedes Jahr gibt es neue Diskussionen, welche Kategorie wird neu eingeführt oder nicht. Und ich glaube, das wäre cool. Ja. Und dann können wir vielleicht doch nochmal einen Oscar gewinnen. Ja. Der älteste Mann, der jemals einen Freefall gemacht hat, wird und aufgefangen. Mit Höhenangst. Ja, genau. Wird aufgefangen von der Frau, die Höhenangst hat. Das wäre cool, ne? Ja, fände ich cool. Wunderbar. Wäre ich dabei. Was ich auf jeden Fall aber das Besondere finde, ist ja, dass David Leitch, wie du sagst, Stuntman war lange und der jetzt Regie in diesem Film geführt hat. Und das ist das, glaube ich, was den Film auch so authentisch macht und warum auch die ganze Stuntman- und Stuntwoman-Community den Film auch feiern wird, weil
das einfach genau so ist. Weil er saß ja an der Quelle, er weiß, wie es ist und er weiß, wie aufwendig, wie risky, wie was on screen rüberkommt. Und das ist, glaube ich, das Besondere an dem Film auch, oder? Ja, total. Du merkst halt in jeder Szene die Leidenschaft, die dahinter steckt. Und wir haben euch jetzt sicherlich schon so ein bisschen die Augen und den Mund wässrig geredet. Ja, ihr wollt ein paar Szenen sehen. Wir zeigen euch jetzt mal kurz einen Trailer von The Fall Guy, übrigens mit einem sensationellen Titeltrack von Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Viel Spaß, gleich sind wir wieder hier. Und 3, 2, 1, Action. Jeden, aber nicht ihn. Ich habe ihn nicht abgenickt und das weißt du. Du bist wirklich der letzte Mensch auf Erden, den ich sehen will. Im Ernst, ich könnte dir echt eine reinhauen. Und ich wäre offen dafür, aber in einem privateren Umfeld. Du hast mich geghostet. Kein Anruf, keine Nachricht. Ist nicht so, dass ich mich nicht entschuldigen wollte. Du musst dich nicht rechtfertigen, es war eh nichts Ernstes. Wie ist es dir ergangen? Gott, ich hasse diesen Daumen-hoch-Stuntman-Scheiß. Ich bin die Regisseurin. Wir zünden den Mann an. Du bist ein Stuntman. Wir müssen professionell bleiben. Professionell ist mein zweiter Vorname. Du hast gesagt, dein zweiter Vorname ist Gefahr. Wie war das, Boss? Oh. Wirklich? Ja. Und ins Holster. Ins Holster. Vergiss es, hast du nicht gesehen. Tom Ryder, der größte Actionstar auf dem Planeten, ist verschwunden. Du musst ihn zurückholen, sonst war's das mit Jodys Film. Warum ich? Du bist ein Stuntman. Niemand wird dich bemerken. Das ist dein Job. Nicht bös gemeint. Na ja, schon ein bisschen. Du findest Ryder, rettest Jodys Film und kriegst die Liebe deines Lebens zurück. Ich bin nicht der Held, ich bin nur das Double. Nein, heute nicht. Tom, wir brauchen dich wieder am Set, Kumpel. Ein Toter auf Eis? Er war sowas von tot, Gail. Er war super tot. Die Typen, an die er geraten ist, sind sehr zwielichtig. Ich hatte keine Wahl. Da ging nur so ein Jason-Bourne-Scheiß. Die wollten mich umbringen. Und nicht auf die lustige Art. Du schaffst es, du schaffst es. Schaffst du nicht? Zu gefährlich. Gib sicher eine Treppe. Okay, okay. Was ist mit deinem Gesicht? Du siehst furchtbar aus. Du siehst umwerfend aus. Wenn du hinfällst, stehst du gleich wieder auf. Wie weit würdest du gehen für den Menschen, den du liebst? Ich bin die, den Drink, wenn das hier vorbei ist. Schwanz einziehen! Ja, Mann! Stunts! Was machst du nachher? Wollen wir irgendwo an den Strand fahren? Trinken wir Spicy Margaritas? Und treffen schlechte Entscheidungen? Ja! Dieser Song. Ja, das ist einfach sensationell. David Leitch übrigens auch ein Bon Jovi-Fan. Der mag sehr gerne Wanted Dead or Alive, hat er davon gesagt. Aber, um vielleicht nochmal auf David Leitch sprechen zu kommen, er war früher der Stunt-Performer für Brad Pitt. Also er hat alle Stunts gemacht von Brad Pitt und er hat in einem Interview erzählt, und es war total bezaubernd, weil er hatte immer schon Interesse, irgendwann Regie zu führen. Und dann hat er Brad Pitt sozusagen unterstützt bei seinen Stunts und das war bei Fight Club. Und da hat er David Fincher gesehen, wie der gearbeitet hat und meinte, das war so irre zu sehen, wie akribisch er auch an das Ganze rangegangen ist und hat auch Parallelen gesehen zwischen seiner Art als Stunt-Performer zu arbeiten und dem, wie ein Regisseur arbeitet. Und das war sozusagen die Initialzündung dafür, dass er angefangen hat, Filme zu drehen. Und das finde ich total schön. Einfach auch da mitzubekommen, wenn du dir etwas in den Kopf setzt und Bock drauf hast, dann kannst du es auch versuchen umzusetzen. Und vor allen Dingen diese Filme, die Kelly McCormick und er jetzt zusammen gemacht haben, haben, glaube ich, in den letzten 15 Jahren fast $3 Milliarden eingespielt. Also das ist jetzt auch nicht
Ne? Ist auch nicht irgendwie ein Pups im Wind. Also es war hier auf jeden Fall ein Herzensprojekt, dieser Film. Das kann man sagen und das spürt man auch. Finde ich auch. Ja. Genau, wir haben eben über den Cannon Roll gesprochen und du hast es so schön erklärt. Wollen wir einfach mal reingucken und zeigen, wie der genau entstanden ist? Ja, sehr gerne. Lass uns da mal reinschauen. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Er ist angeschnallt, Stunt ist bereit. Viel Glück, Colt. The Fall Guy basiert auf meinen eigenen Erfahrungen als Stuntman. Na los, die Szene wird episch. Alle Stunts im Film beruhen auf traditionellen Stunttechniken. Davids Film ist eine Liebeserklärung an die traditionelle Art, Stunts zu machen. Einfach wunderschön. Cannon Roll? Es wird Zeit, dass du wieder mit Autos fliegst, anstatt sie zu parken. Der Cannon Roll-Dreh war der emotionalste Tag, den ich je auf einem Set erlebt habe. Und wohl einer der angespanntesten Tage meines Lebens. Der Film ist eine Hommage an Stunt-Künstler. Warum sollten wir sie also nicht bestmöglich repräsentieren und nebenbei noch ein paar Rekorde brechen? Logan Holiday performte den rekordbrechenden Cannon Roll-Stunt. Der bisherige Rekord für diesen Stunt lag bei 7 Überschlägen. Unglaublich viele Dinge müssen perfekt zusammenwirken, damit das funktioniert. Der erste Take war schon großartig, aber nicht ganz das, was wir erreichen wollten. Aber wir hatten ja noch ein Auto übrig. Dann kamen wir auf eine Berechnung, die uns 8,5 Überschläge bescherte. Action! Logan, geht's gut? Stürme des Jubels. So aufregend für Logan. 8,5 Überschläge. Und es war perfekt. Ich wusste, dass es viele waren. Nicht genau wie viele, hatte aber ein gutes Gefühl. Logan Holiday wird mit dem Guinness-Weltrekord für die meisten Cannon Rolls in einem Auto geehrt. 8,5! Also das vielleicht nochmal die Hintergrundgeschichte zu einem der größten Stunts, die jemals gemacht wurden und vor allen Dingen zu einem Stunt, der jetzt mittlerweile im Guinness-Buch der Rekorde steht. Und im Hintergrund könnt ihr alle sehen, rauschen die ersten Autos an und das bedeutet, unsere Stargäste sind auf dem Weg zur Europapremiere von The Fall Guy. Jetzt momentan die Entourage, also die Menschen, die unsere Stars auf dem Weg durch die Welt begleiten und darauf achten, dass es ihnen gut geht. Und dann gleich die Menschen, auf die wir uns ganz besonders freuen. Und eine Bitte nochmal an die ganz tollen Fans, die hier alle ausharren, schon seit Stunden. Wenn gleich zum Beispiel David Leitch und Kelly McCormick aussteigen, dann dreht bitte komplett frei, eskaliert wie noch nie zuvor. Genauso natürlich bei Emily und Ryan. Und soweit ich weiß, sind jetzt auf dem Weg hier auf den Uber-Platz David Leitch, der Regisseur und Produzent, und seine Frau Kelly McCormick, die Produzentin all seiner erfolgreichen Filme. Ein wirklich kongeniales Duo, die sich perfekt ergänzen und vor allen Dingen ganz, ganz viel Spaß haben. Kelly McCormick, eine Produzentin, die es schafft, so viel Freiraum zu machen und zu schaffen für die Stars des Films, dass sich jeder wirklich wohlfühlt. Und wie Emily und Ryan das in unterschiedlichen Gesprächen auch gesagt haben, die Möglichkeit haben, die Figuren mitzuentwickeln, beziehungsweise es auch schaffen, die Storyline dann ein bisschen zu drehen und neu zu gestalten. Und hier ist das Auto, von dem ich gerade gesprochen habe. Und wenn ich euch das Stichwort gebe, Berlin explodiert in Jubel und Klatschen und Pfeifen. Hauptsache, alle freuen sich, in Berlin zu sein. Die Scheiben sind verdunkelt. Jetzt geht die erste Tür auf und darin sitzen David Leitch und Kelly McCormick. Welcome to Berlin. Good to see you, Kelly. Good to see you, David. I promised you some sun. And there's actually sun. You brought it. You brought the sun. I can't believe it. You're magic. You're amazing. No, thank you so much. Kelly and David, it's so great to have you here. And welcome to Berlin. This is probably one of the biggest venues that we have for premieres. And you deserve it because the movie is amazing. Well, thank you very much. We're really happy to be back in Berlin. We've made so many movies here, and it's really, we love this town. It's very near and dear to our heart. And our production designer's from here. He might be here, David Schoenemann. One of our key collaborators, David Schoenemann's here tonight, and we're very excited to celebrate with him.
We're going to talk a little bit more later, because now there's something exciting going to happen in just a few moments. But I just wanted to ask you, the sequel of The Fall Guy is going to be shot in Berlin. Is that a promise? Oh, wow. Let's do it. Your lips to God's ears. Let's make it happen. Berlin, Fall Guy 2. Have a great time. Enjoy it. All the fans are here to greet you and to applaud you. And please follow me into this area of our nice little venue. And then be safe and sound. And I see you in a couple of minutes. Thank you so much. Kelly McCormick und David Leitch sind da. Und wirklich ein ganz tolles Power Couple. Großartige Menschen. Oh, you know what, David? David, there's one thing that I need to talk to you about really quickly. Yeah. The funny thing is, I posted a photo of you and me on my Instagram account, and everyone said, is David your little brother? Because they said we look alike. Wow. Well, I think it's, you know, the beard, maybe the blue eyes, but I'll take it. You're a handsome man. Thank you, David. Thank you so much. The next car is arriving. Und wir freuen uns natürlich jetzt. Und Berlin, ihr könnt das ein bisschen besser. Ich habe euch noch nicht so richtig gehört. Seid ein bisschen lauter. Und wir wollen jetzt natürlich wissen, wer sitzt in diesem Auto. Über wen können wir uns freuen? Ja, Kameramann, ja, wir müssen ja hier irgendwo auch stehen, Jungs, ne? So, und die Tür geht auf. Auf welcher Seite, wer sitzt da drin? Okay. Seid ihr bereit, Berlin, wenn die Tür aufgeht, euch zu freuen? Und es ist Emily Blunt! Emily, welcome to the European premiere of The Fall Guy. Good to see you. Again, I know, I'm sorry, Emily. I'm so bored of you, not really. Oh, okay. Emily, I promised David and Kelly sun, and we do have some sun. Oh my God, look at that. It actually is venturing out. This is great. It's good. Yeah. Emily, I'm such a big fan, and I'm so grateful that you came to Berlin to promote this movie. It's amazing. You are mind-blowing. And everyone is waiting for you. But, see, over there. And Emily, just a quick question. Over there. Why did you want to do this movie? I mean, it's a no-brainer watching you on the big screen, but why did you want to do it? I mean, it was full of such promise and such a kind of expansive, fun, bonkers idea. And there's so many sort of cynical movies about Hollywood and making movies, and we love making movies. They're magical. And so to be a part of a movie that celebrated what we all love about it, and give audiences an invitation to how movies are really made and the chaos of it and the magic of it was cool. And we love you. Emily, please follow me over there to that side of our nice little entrance area. Und jetzt fehlt uns noch einer. Und ihr seid hoffentlich alle bereit. Berlin, hier kommt Mr. Ryan Gosling. Ryan, welcome to Berlin. Welcome to the European premiere. Oh, it's so good to see you. How are you? Good, how are you? Thank you. Good, good. You know, it's not raining, it's getting sunny, and we have the European premiere of The Fall Guy. Ryan, you are just mind-blowing in everything that you do, and just looking at the stuff that you've done the past couple of years, it's amazing. Why did you want to do this movie? What triggered your interest? You know, I've had stunt doubles for a lot of my life, and they're just incredible people who take the hits for us, and they risk everything and they get none of the credit, so it's an incredible opportunity to tell their story and shine the light on them. And you did do a great job. Thank you. Ryan, I think we need to walk over there to the sort of area. You will be able to greet your fans in just a couple of minutes. We're moving over here. Und ihr seht schon, alle versammelt sich eine große Familie vor und hinter der Kamera. Und gleich, Berlin, könnt ihr euch auf etwas ganz Spektakuläres gefasst machen. Wir haben etwas ganz Tolles vorbereitet und wir sperren diese Ecke ein bisschen ab. Vielleicht lenkt ihr euren Blick nicht nur auf unsere Stars, sondern vor allen Dingen auf diese unfassbare Wand, die hier mitten auf unserer Premierenfläche steht, weil da wird gleich etwas geschehen. Und zwar, ich frage jetzt einmal ganz kurz, David and Kelly, now that we have all of you here, I mean, this movie is about stuntmen and stuntwomen all around the world. Where are they?
where could they be? Yeah, where are the stunt people? That is the question. We're wondering where the stunt team is. Where is the stunt team? Hello. Oh, I can hear something. That was really cool. Was für ein Stunt, Leute. Ihr habt es gerade gesehen. Oh. Da sind sie, unsere Stuntmen aus dem Film. Und jetzt gibt es hier einen kleinen Fotocall. Und dann werden wir natürlich mit den Jungs auch noch sprechen. Good job, guys. Und das ist der Original-Song aus der Serie Uncalled für alle Fälle, gesungen von Lee Majors. Guck mal, da sind sie. Es wird erstmal gebusselt und Hallo gesagt. So, wir lassen euch kurz mal ein bisschen alleine und sind gleich wieder da mit den Bildern von unseren Stargästen. Und dann erzählen wir euch gleich noch ein bisschen etwas über Ryan, Emily, David, Kelly und unsere Stunt-Jungs. Wir freuen uns. Bis gleich. Mittlerweile schon die Hauptakteure vorgestellt, aber ja auch schon häufiger betont, dass es heute vor allen Dingen auch um die Menschen geht, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass unsere Stars gut aussehen und vor allen Dingen gut wegkommen. Und das sind unter anderem Chris O'Hara, der Stunt-Designer, über den haben wir ja vorhin gesprochen, also zum ersten Mal in den Rolling Credits anerkannt als Stunt-Designer. Das ist ein Riesenschritt für die Stunt-Community. Dann haben wir Logan Holiday. Und Ben Jenkin. Und das sind alles Stunt-Performer, die an diesem Film mitgearbeitet haben. Und jetzt haben wir unsere vier, die sich sehr herzen, sehr lieben. Und ich finde es auch mal ganz spannend, vielleicht gleich auch mal Ryan und Emily dazu zu befragen, wie denn auch die Zusammenarbeit war. Weil die haben jetzt so viele Filme gemacht. Ich glaube, es ist auch mal interessant zu erfahren, wie die Zusammenarbeit mit David und Kelly auch empfunden haben. Weil ich glaube, das ist schon für die auch etwas Besonderes gewesen. Ich glaube, Ben war ja der Hauptdriver, Stuntman für Ryan. Und ich habe nur irgendwo gelesen, dass Ryan sogar an seinem freien Tag ans Set gekommen ist, um zu sehen, wie quasi Ben diesen Stunt macht. Weil ihn das so interessiert hat und er unbedingt wissen wollte, wie das abläuft und ja. Wie der Stunt abläuft. Finde ich auch cool. Also ich glaube, da sind auch richtige Freundschaften entstanden. Ja, total. Und für all diejenigen unter euch, die jetzt im Stream oder vielleicht auch im Kino unseren Stunt hier auf dem Teppich beziehungsweise bei der Premiere nicht mitbekommen haben, hier zeigen wir euch nochmal ein paar schöne Slow-Mos. Das war schon spektakulär und auch schön inszeniert. 87 übrigens sieht man auf dieser Brick Wall, auf dieser, wie nennt sich denn Brick Wall? Bin ich jetzt doof gerade? Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. An der Wand. 87 North ist die Produktionsfirma von Kelly McCormick. Wie bitte? Backsteinmauer. Danke sehr. Backstein. 87 North ist die Produktionsfirma von Kelly McCormick und von David Leitch. Und die gehen jetzt, und das ist ja, glaube ich, auch mal ganz interessant zu sehen, langsam aber sicher den roten Teppich auf und ab, machen Interviews, Fotos.
Und dann kommen sie hoffentlich nochmal zu uns. Ganz wichtig auch zu sagen, dass wenn ihr in den Kinosälen seid, bitte sitzen bleiben. Alles, was hier passiert, kommentieren wir. Ihr seht es auch. Aber das ist ganz wichtig, weil sonst platzt das Ganze hier aus allen Nähten und wir wissen eh nicht mehr, wohin. Und ihr bekommt da alles live mit und ja, seid eigentlich noch näher dran als die, die hier stehen. Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz schön, wenn das so schön wuselig ist. Und das zeigt ja einfach auch, dass diese Stars, beziehungsweise die Menschen, die auch heute Abend hier sind, um ihren Film vorzustellen, dass sie ganz viele Fans auch haben und dass auch viele Leute Bock drauf haben. Und ich kann euch das nur sagen, Vivi hat das vorhin auch erzählt, Pressevorführungen sind großartig, aber Pressevorführungen sind halt auch manchmal am Morgen, da ist man nicht unbedingt gewappnet für ein Drama, für einen Horrorfilm oder für einen Thriller. Das hier ist ein Film, der macht so viel Freude und ich bin auch mit einem riesengroßen Grinsen aus dem Kino rausgegangen, weil ich einfach nur dachte, was für ein Spaß hat der gemacht? Ich hatte so gute Laune, es war irgendwie mitten am Tag, man kommt ja aus diesem dunklen Saal und ich finde, es holt auch jeden ab. Also den würde ich mit meinem Mann gucken, den würde ich, wenn mein Kind alt genug wäre, mit meinem Kind gucken. Kannst du doch jetzt schon, dann längst in die richtige Richtung. 11 Monate. Kann er oder sie mit auch Stuntman. Stuntman werden. Ich glaube nicht. Okay. Aber nein, also er macht wirklich Spaß, der Soundtrack ist cool, die Jungs und Mädels sind super in dem Film, die Chemistry zwischen unseren beiden Hauptdarsteller innen passt perfekt und vor allen Dingen der Look ist auch ganz spannend, weil wir reden ja über eine Serie aus den 80er Jahren, jetzt ist es aber natürlich auch so, dass der Film ja mittlerweile in einer ganz anderen Dekade gedreht wurde, aber trotzdem sind die Farben auch total spannend, ne? Ja, es ist total modern gemacht, also auch die Gebäude natürlich und die ganze Technik und das ganze Surrounding ist im Heute. Aber trotzdem kriegt man so ein 80s-Feeling durch die Klamotten, durch irgendwie den ganzen Vibe, den das Ganze hat. Also ich finde, es ist eine perfekte Kombi. Finde ich auch. Also 80s in heute gebracht. 80s ins Heute gebracht. Und vor allen Dingen, was glaube ich auch nochmal wichtig ist, ist zu sagen, darüber wollten wir vorhin kurz sprechen, der Drehort. Ja. Weil der ist ja auch eher ungewöhnlich gewesen. Ja, der unterscheidet sich ja zur Serie, die ja in den USA gespielt hat, ist der Film in Australien produziert worden, in Sydney, mit einigen monumentalen Sehenswürdigkeiten, die man so kennt. Aber ich finde, es war total... Die Oper. Die Oper, die Harbour Bridge. Was noch? Und da gibt es, glaube ich, noch Bly Street heißt die. Ja. Und jetzt kommt Emily zu uns, haben wir gerade gehört. Emily. Hi, Emily. Hello. Hi. Emily, thank this you. Is Vivi. You're local. This is... Hi, nice to meet you. You too. Do you want to come in our... Yeah, please. Yeah. You look very full guy. Yeah, thank you. I try to be inspired by the movie. And what do I look movie. Like? Like a stuntman. Do you want to hear that? Oh, yes, thank you. Emily, you were attached to the movie quite early on. In what way? Because I think it has changed from being a dramatic movie to being a romantic comedy. In what way did you look at your character and did you start developing her? I mean, I always feel David... Would you like to have my jacket? Are you no, okay? No, okay. I'm okay. Maybe in a minute. Are you sure? Yeah. Okay. No, I'm okay. Okay, sorry. I think, I feel David's movies, they're always got such flair. They're full of style. I feel I find humor in most of his films. And I just think this premise and the madness of it lent itself to something more comedic, And we wanted to entertain people. We just wanted to make people happy. And so it was just the direction all of us sort of naturally went with it. I think the tone sort of developed as we went, There's this one amazing scene when you start as a first-time director trying to answer 1,000 different questions while blocking the movie, while talking to the stunt team. Is that something that you have experienced from the other movies that you've shot and sort of incorporated into your performance? Yeah, like I have such admiration and empathy for directors. I just can't believe the hurricane they hold in their heads every day. And they have to have all the answers. They have to know everything and know every department and it's chaos, the directions that they're pulled in. I don't know how they do it. I'm married to a director, so I've seen it, There's a lot to pull from. So the movie finally puts the spotlight on stuntmen, stuntwomen, on the whole industry. Why was that so important, so overdue, this recognition? I mean, overdue is the correct word to use. I mean, they're completely integral to the history of cinema and what we've all fallen in love with in moments in movies that we remember. They risk more than anyone on set. They have no vanity whatsoever. They're the kindest, most humble people, and their skill is extraordinary. And these stunts are designed just like costumes, production, everything. And so they just need the recognition. I don't know why they've lived in the shadows so long. We kind of need to bring them out. It's a first step.
And we're all so happy about it. Yeah, me too. Me too. I'm so happy. Thank you, Emily. Okay. I think there are many more people who would love to talk to you. Emily, have a wonderful time. Thank you so Thank much you so for much. Being here. Emily, was für eine tolle, schöne Frau. Wow. So, ich glaube, wir gucken mal, wo wir jetzt hin sollen. Und ich glaube, wir haben die Jungs, die gerade you guys destroyed our set. Very nice to meet you. Pleasure. Steven. Thank you so much. Good to meet you guys. Nice to meet you. Please join us right here. Come on in the middle. I want to have one of the. I want to have one of these jackets. Good to meet you, Steven. Hi. First of all, I mean, I have been a huge fan of the original series, and contrary to Vivi, I actually saw it on TV. She heard about it. She's so much younger than I am. No, I'm just kidding. 91, no, but listen, guys. I mean, the work that you do. And the admiration that especially David has for the work that you guys do. How important was it to actually finally have a movie to salute the work that stuntmen and women all over the world do? Go for it. All of you can answer that question. It's an honor to be part of it. You know, this is a feature that celebrated the stunt performer, and it was about us. So it's like we weren't hidden anymore. So, you know, we're shooting a movie inside of a movie which highlighted a stuntman. And so from the very start, when we were kind of, you know, doing initial pre-production on it, it was just we held the weight of the stunt industry on our shoulders, and we wanted to make sure that we did, you know, the stunt industry proud. And I think by the final product of what we did with Fall Guy, it definitely does that. In doing something like this that we just saw, I mean, how much prep does it take? And on the other hand, how, I mean, are you still, do you have stage fright? I mean, are you nervous prior to doing something like this? Or is that something that you do in the morning, waking up, jumping, you know, in a somersault down to the breakfast table? It's funny you say that, because we were just having a conversation right before this went off. You always get a little bit nervous because it's something that we really care about and we're trying to do our best. And it's exciting stuff and we're doing things that are dangerous, but we're also... Or we're planning the stuff out so that way we can, you know, do a stunt today and do another one tomorrow and do this maybe a few takes on a movie if we needed to. So it's you get the nerves, and that's the fun part. It's just what we like to do, and it keeps it exciting. How long did you prepare for a stunt like this today? Today, I mean, a couple of weeks in prep, but we've been talking about it for a month. Yeah, but on the movie there's so many, you know, all the big stunts we do, they take months of prep. You know, we're rehearsing with pads and rehearsing, scouting locations, coming together with different departments to figure out exactly how to execute the stunt properly and safely. So, you know, I mean, I think Logan's car roll 5 months in the making, so it takes a long time. It's incredible to see how much work is behind all that, and to be honored now in this movie, the whole work of your industry, of you guys, is great for us to see, I think. What I would like to know is, because it's so important to show what you guys are capable of doing, how did you go about as a stunt designer? Congratulations, by the way, being in the credits, being being told by the Screen Actors Guild and the Directors Guild of America. I think it's amazing that you guys finally get the credit for it. But how difficult was it to choose the right stunts, you know, to show what you guys are capable of doing instead of overdoing it in a movie like this? I think you associate the stunts we did. There's like, you know, a bunch of stunts that are associated with kind of what we do. So there's car crashes, there's fights, there's fire, there's falls, there's horses, there's... So we wanted to kind of, you know, fit all of those to the story the best we can, because ultimately we want the story to drive the stunts and not the stunts drive the story. And so I think we got everything, every discipline of the stunt industry in there. I think early on, you know, we talked about having horses in there just to kind of get the well-rounded... Horses, okay. Yeah, so that actually didn't work out, but we got a unicorn in there. It took a lot of, you know, we gave it a lot of thought to what stunts are actually in the movie. I love that storyline with the unicorn and Ryan Gosling. We're not going to talk too much about it, so not to give too much away about the story. One last question about the cannon roll, because that's an amazing stunt. If you prep it for more than 5 months, how many times are you, I mean, how many, did you prepare on doing it more than once? Or do you just do it once and basically say, this is what we got, because otherwise it's way too dangerous to do it another time?
Well, this was a very unique stunt because we were doing a big cannon roll stunt, but we were also trying to break the record for the most amount of rolls. So in this situation, we had a couple rehearsal cars where normally you might have that, you might not, you know, but we were trying to achieve something special. And it was even more than 5 months of prep. I mean, Chris and I were on the phone talking about this months before we even started this movie, trying to figure out the best scenario to make this happen. You know, when it comes down to the car and everybody that is involved in building the car and prepping everything, you know, and then getting into the movie and prepping this stuff and actually, you know, trying it and rehearsing it and then bringing it to the day and filming the stuff and trying to achieve something great. And I think that we did some cool stuff. You know, we put everything we had into this and I think our efforts are our show. A world record. Congratulations. Guys, thank you so much. We will see you later up on stage. Have a great time in Berlin, and thank you very much for being here. Thank you for being here. Thank you, guys. See you. Thank you. Well, thank you. Very nice to meet you. Pleasure. Thank you. Thank you so much. We'll see you in a few minutes. And let's move over to Mr. Ryan Gosling. Oh, okay. Ryan, this is Vivi. This is Ryan. Ryan, we just spoke briefly about it. I mean, you're probably the hottest property right now in Hollywood all around the world. So how did you, you know, make you up your mind not only acting in this movie but also producing it? Why was it important for you to be behind the scenes as well? I just feel so grateful to the stunt community, and you know, it's such a the history of action is linked to the history of film. You know, it's ever since Chaplin and Lloyd and Buster Keaton, you know, they were all stunt performers. It's just such an integral part of what we do, and it goes unrecognized generally. You know, in a way, the better a stunt performer is, the more you don't know they're there. And so it's just, but of course they suffer real hits, and they take these hits for us as actors, and they're constantly trying to keep us safe, and then they want none of the credit. So it just seemed like an amazing opportunity to sort of focus on them. And they're such an interesting group, and they're so talented and selfless, and they really are the real heroes. So to create a hero out of a stunt performer just seemed like, you know, I'm surprised this movie hasn't been made before, but I'm happy I got to be a part of making it. We are happy that you're part of it. Maybe let's talk about the stunts, and we've heard that you're afraid of heights. Yes. Let's talk about the descendant fall. Can you, do you still know what was going on through your mind in that moment you had to fall down? I kind of blacked out, honestly. I put on sunglasses in this scene because you could see that you were crying. The fear in my eyes, almost. Yeah. But, you know, of course, it was very safe. I mean, they rigged it so that it was incredibly safe. It just was sort of a mental hurdle for me. But the real dangerous stuff was done by, you know, Ben and Logan, who you just talked to. So that was very tense on set, you know. It's like in a movie, you know, it turns out okay. But when you're shooting it, you don't know. And so you are waiting for that thumbs up, you know. Yeah. And even though the thumbs up is sort of seems like a cliche or something, it's very loaded when you're on set because, you know, it means a lot. You know, you could hear a pin drop on set when they're doing the stunts, and it's just such a relief. It's very emotional when they do, and they really upped their game in this film, and they broke records, and it's amazing. It's crazy. Yeah. Ryan, next to all the stunts, I think what we loved about the movie even more is the interaction between all the characters. I mean, between you and Emily, between you and Aaron Taylor-Johnson. And it seemed to us like it was more improvised than it was actually in the script. I mean, how much was going on and how much ended up on the cutting room floor because you guys went too far or were too crazy? Well, you know, David is as brave as a filmmaker as he is as a stunt performer. So he's used to working like in a dangerous way, you know. And so we did that on this film. We definitely worked without a net in a lot of ways, without a script in some cases, just really just seeing what was possible, what was out there. And on a film, you never really know what's going to happen on any given day. And so we tried to reflect that in the movie as well. So, it was very improvised. Hands on. And kind of crazy, you know, and wild. It felt wild, but I think you can feel it when you see the film. It has a wildness to it. Definitely.
Colt Severs is such a cool guy. We just talked about it, that after this movie, everyone wants to be a stuntman or a stuntwoman. Right. Yeah. With the music, the whole vibe, the everything. He's a huge Meatloaf fan. That's what he said earlier. You know, a lot of the stunt performers on this job, you know, the TV show, The Fall Guy, made them want to become stunt performers. So it's interesting kind of full circle moment. But what did you love about your role of Colt Severs most? I love the character. I loved Emily's character. I think they're very representative of the crew. You know, the crew are they work so hard. They give so much of themselves. You know, they get very little credit. Their names go up at the end of the movie very quickly, but we go on the poster, and they just dedicate their lives. They move away from their homes. They put their own personal experiences into their roles in the film, and I think that Colt and Jody are really representative of that. It feels like you are a little attracted to stuntmen, because in Drive you were a stuntman as well, working as an escape driver, and now a stuntman again. I think this one needs to be told for a longer period of time. And would you be game for a sequel? Oh yeah, if people would want it, we'd love to do it. You know, it's just setting an action movie within the world of people who make action movies is just such a. It's such a like a fertile ground, you know. These are the people that know how to create these sequences, and so it feels very authentic and also just a very kind of, everybody's a filmmaker now anyway. People know how films are made, so incorporating the process into it just feels very natural at this point. Awesome to have you here. Awesome movie. Thank you so much. Thank you, Ryan. Enjoy the evening. Thank you so much. Very nice to meet you. Bye. Was für ein cooler Typ. So, komm, wir gehen mal hier ein bisschen rüber und stellen uns einfach nochmal neben Ryan und Emily. Komm mal hier. Guck mal, ist das ein moderner Bauchwerkgürtel oder ist das so eine Zwangsjacke, die er sich nur abgeschnitten hat hier an der Seite? Diese Westen sind wieder richtig in, Steven. Also du solltest mal schauen. In XXL, meinst du? Okay. Ach komm, gut, dann gucken wir mal. Sei nicht so streng. Nein, aber ich finde, also ich meine, man sieht ja einfach, in was für einer Form er ist und vor allen Dingen, was für ein geiler Typ. Super, der ist so entspannt und so relaxed. Guck mal, und jetzt kommt direkt Germany's Next Topmodel. Also, hallo. Potentially hallo. Germany's Next Topmodel. Hallo, da fallen einem einfach die Augen aus dem Kopf. Hallo, erstmal Steven, moin. Hallo. Hi, hallo. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hi, ich bin Vivian. Hi. Freut mich, Vivian. Hallo, hallo. So. Krasse Outfits hier am Start. Geil. Ja, warte mal, ich gehe hier auf die andere Seite. Wir schließen mal ein, ja? Also ich friere ja schon, aber ihr müsst ja, könnt ihr euch noch bewegen? Geht? Abgehärtet. Wir kennen das schon. Ich glaube, Heidi hat es raus, euch in jeglicher Hinsicht, egal wo ihr seid, auch in Sunny California, zum Frieren zu bringen, oder? Sag mal, das ist ja für euch jetzt auch, ich habe gerade gestern Abend die aktuelle Folge gesehen, ihr wisst ja natürlich schon viel mehr als Vivi und ich jetzt, wir sind ja immer hinten dran in dem, was passiert. Wie ist das denn für euch, jetzt auf einmal auf dieser Europapremiere auch zu sein und irgendwie um die Welt zu jetten, 1000 Menschen kennenzulernen, das muss doch auch wie so ein Film sein, oder? Absolut, also ich kann nur für mich sprechen. Für mich fühlt es sich irgendwie wie Fisch im Wasser zu sein, aber wie du schon gesagt hast, Heidi hat uns so dermaßen abgehärtet, dass, glaube ich, jede Premiere keine Herausforderung mehr ist. Okay. Also ich bin Finalistin 2022 und ich habe ja bis zu Ende geschafft und das heißt, bei uns war viel Abenteuer, viele Reisen und man ist gewachsen und das ist schon nice, würde ich sagen. Auf was freut ihr euch heute hier besonders? Also ich finde allein die Erfahrung, so auf einem roten Teppich stehen zu können, so cool. Weil ich glaube, für uns alle ist es das erste oder zweite Mal heute. Und ich finde es so cool, dass einfach so eine Show so eine Möglichkeit einem bieten kann. Also ich genieße einfach jede Sekunde. Ich finde es so cool. Ryan-Fan oder Emily? Totaler Ken-Fan, aber Emily auch natürlich. Supporter. Also nur Ken, nicht Ryan. Sie ist Barbie, sie muss auf Ken stehen. Ich bin ja jetzt neuerdings Barbie, deswegen. Nee, aber natürlich auch Ryan-Fan. Er ist ein großartiger Schauspieler, von daher super cool, solche Hollywood-Stars jetzt face-to-face sehen zu können und es miterleben zu dürfen. Super krass. Und was für eine Performance. I'm Just Ken bei den Oscars war, glaube ich, eine der besten Musical-Performances ever. Eine Frage habe ich noch ganz kurz und zwar, wenn ihr jetzt auf so, also Modeln hat ja auch was damit zu tun, dass man sich in einer anderen Art und Weise verkauft. Wäre denn die Schauspielerei auch etwas für euch? Nicht wirklich. Warum? Ich glaube, ich bin besser, also ich kann besser modeln als Schauspieler, weil ich will
ich muss immer schnell ganz oft lachen. Und dann wird es einfach viel zu lange gehen, um einen Film zu drehen. Ja, also geht ja auch. Wenn du Leute zum Lachen bringst, ist ja auch völlig okay. Also dann genieß den Abend noch. Viel Spaß, ganz viel Erfolg Spaß auch weiterhin. Film. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis zu The Fall Guy 2. Genau, dann sind wir wieder hier. Genau. Tschüss. Tschüss. So. Boah, Steve, mir ist so kalt, mir läuft schon die Nase. Wir machen mir ja mal zwischendrin mal hier den hier, weil es ist wirklich... Ich habe mittlerweile Reinhold Messner Füße. Ich habe offene Schuhe auch noch gewählt heute. Ja, habe ich nicht ist, drüber nachgedacht. Ja, ich dachte, in Berlin wäre es wärmer. Ja, genau. Vor allen Dingen im April, Baby. Naja, also vor einem Wochenende noch gelernt. 25 Grad. Das hätte jetzt auch nochmal aufreißen können. Aber kommen wir vielleicht zu wärmeren Filmen. Du hast es vorhin erzählt. In Sydney wurde gedreht, in Australien. Und das im australischen Sommer. Also im australischen Sommer ist es ja kälter. Samuel kommt zu uns. Samuel Koch. Kommt Tachien. Zu uns. Hallo. Moin. Hi. Na? So, ich komme mal an deine Seite. Samuel, schön, dass du da bist. Du bist ja auch ein großer Filmfan, selber Schauspieler. Kennst du die Serie Ein Colt für alle Fälle? Was für ein Ding? Ein Colt für alle Fälle kennst du nicht, die Serie damals mit Lee Majors. Natürlich kenne ich sie noch. Ja? Warst du Fan oder was erwartest du denn von einem Film, der auf dieser Serie basiert? Also hast du irgendwas schon mitgekriegt von The Fall Guy? Alles in der Ankündigung und so wie ich das Drehbuch wahrgenommen habe, ist es total mein Ding und ich verrate jetzt, es war ja lange geheim, wer ist der Stuntman des Stuntmans? Ich bin da. Ich war's. Lange war es im Hintergrund und jetzt haben wir dich geoutet, quasi. Ja, ich war Ryan Gosling Stuntman. Du warst Ryan Gosling Stuntman, aber weißt du, vom Look her hast du echt viel von Ryan Gosling. Könnte passen, ja. Ja, auf jeden Fall. Samuel, bist du denn ein Ryan Gosling Fan? Emily Blunt, was macht ihn, glaubst du, zu dem, ich habe es vorhin kurz gesagt, als er neben uns stand, er ist ja momentan das heißeste Eisen, was es auf dem internationalen Filmmarkt gibt. Was macht ihn so erfolgreich und vor allen Dingen so appealing zu so vielen Menschen? Na, ich denke mal, er hat aschblondes Haupthaar, blaue Augen und ein bisschen Bart und guckt bedeutungsschwanger. Sehr schön gesagt. Samuel, ich glaube, das ist sein Geheimtrick. Das ist ein Geheimtrick. Blaue Augen und blondes Haar. Samuel, viel Spaß. Ich bin gespannt, oder wir sind gespannt, was du zum Film sagst. Genieß es auf jeden Fall. Ist cool. Alles Gute. Ganz viel Spaß. Tschüss, tschüss. Tschüss. So. Ah, ja. David und Kelly sind gleich auf dem Weg zu uns. Dann können wir auch noch mal ein bisschen mit den beiden plaudern. Und vor allen Dingen sind sie ja mittlerweile, haben sie vorhin auch kurz gesagt, immer wieder gerne in Berlin. Sie sind mittlerweile auch, wir sind mittlerweile auch ganz happy, dass sie immer wieder herkommen. Und sprechen jetzt mit David und Kelly auch über die Entstehungsgeschichte dessen, was wir gleich oder ihr zumindest auf der großen Leinwand sehen werdet. So, der Teppich hat sich zwar gelichtet, aber hier gibt es trotzdem gerade ein bisschen witzig. Ich habe gerade darüber geschaut, weil ich finde, das sieht so krass aus, wie dieses Auto durch diese Brickwall gefahren ist, oder? Ja, geil, dass du jetzt auch Brickwall sagst. Durch diese Backsteinmauer gefahren ist. Als aber Backsteinmauer klingt, finde ich, nicht so cool wie Brickwall, nee, oder? Als Hamburger Jung hast du ja einiges mit Backstein. Wir im Süden in Deutschland, da sieht man Backstein nicht so oft, aber ihr oben, ihr habt sehr viel davon. Deswegen, ja. Geil, ich als Norddeutscher, Brickwall. So, wir wechseln jetzt mal die Position, wir nehmen euch mit. So ist das hier bei der Europapremiere von The Fall Guy. Übrigens sagen wir es nochmal, ab Dienstag, dem 30. April, also Dienstag. Ist kein falsches Datum. Ja, ja. Aber dann können noch mehr Leute noch früher und noch schneller ins Kino gehen und das genießen, was da auf der Leinwand passiert. Wie gesagt, über 2 Stunden lang und er macht richtig Freude. Warte mal, hier hinten ist gerade, da steht noch irgendjemand. Hallo. Aber weißt du, was krass ist? Ich bin normalerweise kein Fan von so extrem langen Filmen und der Film hatte überhaupt keine Längen. Also jetzt, wo du gesagt hast, über 2 Stunden, habe ich drüber nachgedacht und dachte, echt, war ich 2 Stunden im Kino? Also ich finde, es zieht sich null. Man ist so in diesem Actionfeuerwerk drin, dass man dass einem nicht auffällt, wie lange der Film dauert. Nee, und vor allen Dingen will man auch wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Also wir können ja nichts spoilern, wollen auch nichts spoilern, aber also die Romanze zwischen Jodie und...
Colt ist schon sehr spannend, vor allen Dingen, wie sie anfängt und wie sie weitergeht. Dann natürlich auch der Kriminalfall. Ich würde das auch gerne nochmal sagen. Aaron Taylor Johnson, Leute, spielt auch mit. Er spielt in dem Film den größten Actionstar der Welt. Und der ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, weil er ein toller Schauspieler ist. Kelly, please join us. Kelly, this is Vivi. David, this is Vivi. Okay, so now, because we had to keep it short over there to see the stunt, I think it was pretty impressive what the guys pulled off. Yeah, that was pretty amazing in such a short amount of time. That's what I do every morning, looking for a parking space right in front of my apartment. Or I do a descending fall when I want to eat breakfast. No, I'm just kidding. David and Kelly, it's so great that you... That you're so in love with Berlin that you bring all your movies to Berlin. That's really kind of you. This is so special, and I think it has been in the works for quite some time. I think over a decade, this has circled around Hollywood, and I think someone grabbed it and basically brought it to you two. Why did you say yes instantly? I mean, why you said yes is pretty clear, but Kelly, why did you say this is a great project for us to do? Well, you know, I wanted to, you know, First, it's the show from the 80s that did some of the biggest action of its time, and it actually stands the test of time in that way. There's some things that need to be adjusted a little bit, but it is doing car rolls, high falls, you know, any number of giant stunts every single week. And it was the show that lit the fuse of the stunt performers of David's generation. So that felt like a great opportunity. Turns out it's a little bit of a big responsibility, too, because you have to make sure you're doing it fantastically. And David did that. Good job, babe. Thank you. It's also a cool name, The Fall Guy, and it has a lot of different meanings in our film. You know, right? Isn't it a cool name? Yeah, definitely, because it basically means what stuntmen do on one hand, I think, because taking punches and shots? Yeah, it's sort of a name for stuntmen, but for us it had a lot of double entendres, falling you know. Falling in love. Mm. You know, falling nice. In love. Yeah, I haven't thought of that. And taking the fall for someone else's. The fall of somebody else's. Spoiler alert. Okay. I'm not saying anything else. But yes, exactly. That's, you know, and I think that was part of the reasons why we wanted to keep the title. And look, we had a huge responsibility to the stunt community because it is beloved by them, and we wanted to make sure we delivered. And thank you. I think we did. Yeah. You did a great job. When watching the movie, it seems that Ryan and Emily seem like the perfect fit for Colt and Jody. Was it clear from the beginning that you wanted these two for the roles? We did. Thank goodness they said yes. I don't know what we would have done. We would have just like thrown it out or something. Just next. No, I mean, you know, they're both just the best actors in the entire world. For Colt, we wanted somebody who was vulnerable. But cool, a little bit messy, but also cool and like super connective. And I don't think there's anybody other than Ryan who does that. And for Jody, we wanted somebody who, you know, was ready for her first time of directing, which was the biggest dream she's ever had, but also somebody who was warm, even though she's kind of upset about maybe being ghosted, you know? And so it just felt like she's so perfect. And then together, they're just a dynamo couple, and we just felt so happy to have them. The chemistry between them both is amazing. We really, really loved it. And it seemed unscripted. We just talked with Ryan that it seems that some of the scenes seem unscripted, like easy, just... Improvised, that's the word, yeah. Well, there was a lot of improvisation, and I think when you have two actors that are as good as Ryan and Emily, and you create an environment like Kelly and I create when we make our movies, we're comfortable letting the actors explore the space and do the scene in a different way. And what was great about them is they're always trying to get the best for their partner in the scene. They're not trying to win the scene, and a lot of actors are like, I want to win the scene, right? And they're like, we want to win it for the movie. And they just created magic that way. And I can't say enough about the collaboration we had with them. It was really amazing. Visually, I think this movie is amazing as well. The split screen, then the whole scene within the karaoke bar, and you know, Ryan not spoiling anything, doing something outside. David, looking back, and I think you work as Brad Pitt's stunt performer in Fight Club, watching David Fincher, and I think it was sort of the initial spark to turn you into a director. You know, looking back at that person and looking at what you do now, how does that make you feel?
I mean, I'm incredibly proud and satisfied that I'm here, and I'm really blessed that I get to make movies and I get to do it with such a wonderful partner in life. And I think if I hadn't, you know, that those were really formidable years. If I hadn't spent 20 years on sets watching great directors and mentoring under them and working with all the other artisans behind the camera, I wouldn't be the director I am today. And I'm just really sad. I feel so blessed and honored to be here, and I love making movies. I love it. How proud are you of your... I'm pretty proud. What's funny is, you know, he directs with such cool and easygoing, like, attitude on set. And I think it's because when he was a stunt performer, when he got on set, it was very likely he was going to hurt himself, be in a little bit of pain by the end of the day. And nothing as a director hurts, you know, is going to injure him. So I think that he feels very safe in that spot. It's good to have you here. Enjoy the evening. Enjoy the European premiere of this amazing movie, The Fall Guy. And we hope to see you soon for the sequels and for all the other movies that you guys are doing. Thank you, David. And thank you, Kelly. All the best. See you later. Thank you. Hey, die sind so toll. Ne? Oder? Da, in der Sekunde denkst du einfach, geil. Die verstehen sich Bombe. Die machen geile Filme. Die sind irgendwie... Ja, genau, genau. Und dein Mikrofon. Wir müssen hin und her mixen. Hier. Hallo, hallo. Jetzt höre ich dich. Ricardo, komm einmal zu uns, bitte. So. Hallo, Ricardo, komm, wir müssen, ja, uns ist kalt. Ich fange erstmal an. Ricardo, erstmal herzlich willkommen. Du singst. Würdest du auch The Unknown Stuntman singen von Lee Majors? Den kenne ich leider nicht, aber ich kenne ein paar Opernarien. Ja, okay, aber vielleicht die Opernarie von, also Lee Majors ist der Hauptdarsteller aus der Serie, auf der dieser Film basiert. Ja. Und ich würde dir jetzt gerne den Song vorsingen, aber das wird richtig unangenehm, deswegen mache ich es nicht. Ich kann dir aber kurz eine Arie daraus singen, die ja auch im Radio gespielt wird. Ja, mach das, mach das. La donna immobile qua più mal vento mutana cento di pensier. Wow, wo kommt das her gerade? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Bist du denn neben deinen Ambitionen, ein erfolgreicher Sänger zu sein, oder bist du ja schon, auch ein großer Filmfan? Also ist das eine Welt, in der du dich auch wohlfühlst? Ja, also als Italiener bin ich natürlich ein großer Pate-Fan. The Godfather hat man natürlich gesehen und viele, viele Mafia-Filme sind meine allerliebsten. Und ich gehe gerne ins Kino. Und ich finde, wir sollten viel, viel mehr ins Kino gehen, als nur Netflix gucken. Weil das macht viel mehr Spaß. Also ich glaube, da triffst du genau den Nerv, über den wir auch die ganze Zeit sprechen. Ich glaube, dass das Schöne auch am Kino ist, dieses gemeinschaftliche Erlebnis, dass du mit anderen Leuten zusammen lachen, weinen, dich ärgern kannst. Und zu Hause ärgerst du dich höchstens, wenn irgendwie... Den Popcorn-Geruch, ne? Ja, dass genau. Dass man da sitzt und genießen kann. Die einzige Bitte habe ich an alle Leute da draußen, wenn ihr ins Kino geht, tut mir eingefallen, schaltet das Handy aus. Oder packt es irgendwo hin. Was ich nicht verstehe, ist, das ist dir bestimmt auch schon mal passiert, du sitzt im Kinosaal neben dir, siehst du, denk, ich kann gerade nicht, ich sitze im Kino. Und ich denke immer so, dann geh doch nicht ran. Ja. Nimm's doch gar nicht mit, verstehe ich nicht. Ja, mach einfach direkt Flugmodus und dann ist doch gut. Ja, siehst du. Ricardo, bist du Team Emily Blunt oder Team Ryan Gosling? Das kommt auf den Film an. Also, dann sag doch mal. Ja, also Emily Blunt auf jeden Fall, Teufel trägt Prada. Und beim männlichen Protagonisten ist natürlich Crazy Stupid Love. Ja, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ja. Wow. Ja, absolut. Da ist hier ein kleiner Filmcrack am Start. Freuen wir uns, dass du heute da bist. Ja, Ricardo, dann zisch mal rein ins Kino. Wir glauben, dass The Fall Guy jetzt bei beiden auf die Top 1 rutscht, auf den ersten Platz. Ja. Und viel, viel Spaß und viel Erfolg in Zukunft. Viel Spaß. Ciao. Vielen Dank. So. Gut, wir sagen an dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank und ich hoffe, Vivi, dass wir uns gleich ein bisschen drin aufwärmen können. Also erstmal danke an alle, die uns gelauscht und zugehört und zugeguckt haben hier auf dem Premierenteppich von The Fall Guy auf dem YouTube-Kanal von Universal. Ganz genau. Und die jetzt in den Sälen schon sitzen, können eigentlich dranbleiben, weil der Livestream geht ja weiter und der Film geht gleich los. Ganz wichtig an dieser Stelle, Handys aus. Sagen wir jetzt schon mal, sagen wir nachher auch nochmal. Genau. Weil da haben wir Bescheid bekommen, dass wir das ganz doll unterstreichen sollen. Genau, also freut euch gleich drauf. Wir übertragen natürlich die Bühnenpräsentation in alle Säle, die heute gefüllt sind mit Fans von Ryan Gosling, Emily Blunt, David Leitch, Kelly McCormick und unserer Stunt-Crew. Und genau, bleibt in euren Sitzen, holt euch Popcorn.
Bis gleich. Für die anderen, schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ja, ne, die wurden nicht gegeben. Der steht nicht drauf.